Hi, Jan Barmann hier. Vielleicht kennst du die Coaches und die Programme, die dir sagen, abnehmen, völlig ohne Verzicht. Und ich möchte dir sagen, das ist Quatsch. Du kannst nicht abnehmen ohne Verzicht. Und ich werde dir auch erklären, warum. Wenn du dir vornimmst, dass du endlich deine Wunschfigur erreichen möchtest oder deine Wohlfühlfigur oder dein Wohlfühlgewicht, dann geht das Ganze doch mit einer Entscheidung einher, oder? Du musst ganz zu Beginn entscheiden, dass du etwas verändern möchtest. Und die Wahrheit ist, Entscheidung bedeutet Verzicht. Das ist die Definition von entscheiden. Das sagt das Wort selber. Du entscheidest dich für A oder B. Entscheidest du dich für A, verzichtest du automatisch auf B. Entscheidest du dich für B, verzichtest du automatisch auf A. Das hat das Wort entscheiden eben an sich. Deswegen ist es Quatsch zu sagen, ich nehme ab ohne Verzicht. Du wirst verzichten, nur die Frage ist, auf was? Fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Du entscheidest, okay, ich möchte meine Wunschfigur erreichen. Dann gehen wir davon aus, du entscheidest dich hierfür. Dann verzichtest du automatisch darauf, übergewichtig zu bleiben. Das ist ja schon mal ganz klar und hier schon mal der erste Verzicht. Du entscheidest dich offensichtlich dafür, weniger Kalorien zu konsumieren als früher. Das heißt, du verzichtest auf mehr Kalorien. Du siehst, jede Entscheidung geht mit einem Gegenstück einher. Und jetzt ist aber die Frage, okay, auf was verzichtest du? Du musst nicht darauf verzichten, dass du nie wieder auswärts essen gehen kannst. Du musst nicht darauf verzichten, dass du jetzt nichts mehr Süßes essen kannst. Du musst nicht auf Chips verzichten. Du musst auch nicht darauf verzichten, abends lecker zu essen. Du musst auch nicht verzichten darauf, wieder satt zu sein oder während der Abnahme satt zu sein. Das sind nicht die Dinge, auf die du verzichten musst. Tatsächlich sehen es aber die meisten Menschen so. Die meisten Menschen sehen eine Abnahme mit einem Verzicht von genau diesen Dingen. Sie sehen nur Leid. Sie denken, okay, wenn ich mich für eine Abnahme entscheide, dann entscheide ich mich quasi für ein Leben mit Hunger, mit Leid und verzichte auf ein Leben, wo ich quasi Freiheiten habe und essen kann, was ich möchte. Ich verzichte darauf, quasi auf ein bisschen Spaß im Leben, weil ich eben nicht alles essen darf und kann. Und ich werde wohl mein Leben lang größtenteils auf Ben & Jerry's und Co. verzichten müssen. So sehen es ja die meisten Menschen. Das heißt, die Frage ist dann, okay, möchte ich abnehmen und dabei Lebensqualität einbüßen in Form von weniger Spaß oder möchte ich übergewichtig bleiben und dafür habe ich quasi meinen Spaß, meine Freude und so weiter. Und ich kann dir sagen, mit dieser Einstellung wirst du es leider nicht schaffen abzunehmen. Weil wie man diese Sache noch sehen kann, erzähle ich dir jetzt. Und wenn du die Sache so siehst, wie ich sie dir jetzt erzähle, dann wird es dir viel einfacher fallen abzunehmen. Denn gehen wir mal an den Anfang zurück. Du entscheidest dich, diesen Schritt zu gehen und du verzichtest. Und jetzt könnte man sich fragen, okay, du verzichtest aber ebenso auf ein Leben mit Übergewicht. Du verzichtest auf Ungesundheit. Du verzichtest darauf, materielle Güter über die Gesundheit deines Körpers zu stellen. Du verzichtest darauf, das kurzfristige Glück über das langfristige Glück zu stellen. Du verzichtest darauf, dich von deinen, ich sag mal, Trieben und Gelüsten steuern zu lassen. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber genau so kannst du es auch sehen. Und du kannst auch die Bereicherung so sehen, du entscheidest dich für ein Leben, wo du gesund bist, wo du all die Dinge machen kannst und unternehmen kannst, die du gerne machen würdest, weil du sie wieder machen kannst. Du entscheidest dich dafür, dass du auch noch mit deinen Enkelkindern Spaß haben kannst und mit ihnen herumtollen kannst. Du entscheidest dich dafür, langfristiges Glück über das kurzfristige Vergnügen zu stellen. Du entscheidest dich dafür, schmerzfreier zu leben. Du entscheidest dich dafür, fitter durch den Tag zu gehen. Du entscheidest dich dafür, deine Bekannten und deine Familie glücklich zu sehen, weil sie glücklich sind, wenn sie sehen, dass es dir gut geht. Und ich weiß, es ist jetzt sehr überspitzt, aber es soll nur verdeutlichen, worauf ich schlussendlich hinaus möchte. Denn wichtig ist zu sehen, dass Essen natürlich Vergnügen ist irgendwo, aber es eben Dinge gibt, die schlussendlich ein glückliches, zufriedenes Leben ausmachen. Und das ist eben nicht
das Essen. Das heißt, man kann nicht abnehmen ohne Verzicht. Man muss sich einfach nur von vornherein bewusst werden, auf was möchte ich verzichten, auf was bin ich bereit, gerne zu verzichten und für was genau möchte ich mich schlussendlich entscheiden. Und vielleicht hast du dich gerade schon entschieden, aber dir fehlt jetzt einfach die richtige Strategie und du sagst, ich möchte es, aber ich weiß nicht, was ich tun muss und wie ich es tun muss. Und bisher habe ich es einfach nicht geschafft, weil ich nicht die mentale Unterstützung bekommen habe, nicht die richtigen Strategien für meinen Alltag bekommen habe. Ich das Gefühl habe, dass ich in meinem Umfeld die einzige Person bin und da irgendwie, ich sag mal, komplett verloren bin, dann melde dich gerne auf ein kostenfreies Erstgespräch, völlig unverbindlich unter janbarmann.de und dann lass uns das Ganze gemeinsam angehen. Ich freue mich auf dich, dein Jan.